Hallo, im heutigen Video geht es um das Thema Verkauf. Verkauf und Kommunikation im weitesten Sinne. Ich bin heute in der Nähe von Frankfurt und nehme an einem wunderbaren Seminar teil, das Marc Galal gibt. Und es freut mich außerordentlich, dass ich ihn heute vor der Kamera habe. Hallo Marc. Hallo. Danke für die Zeit, die du mir gibst. Gerne doch. Meinen Zusehern gibst. Für einige Fragen, die sicher sehr wertvoll sind. Das Seminar, das ich jetzt besuche im zweiten Teil, trägt den Titel NLS, was so viel heißt wie Neuro-Linguistic Selling. Mhm. Was steckt hinter diesem NLS? Es wurde ja von dir entwickelt. Was bedeutet es? Also die NLS-Strategie existiert jetzt seit insgesamt 14 bis 15 Jahren. Mehr als 110.000 Verkäufer wurden europaweit geschult und gecoacht. Kunden wie Toyota, Renault, Bang & Olufsen nutzen diese Technik. Also die Technik funktioniert, erstens. Zweitens, die NLS-Strategie kann man sich so vorstellen, dass man durch das N, also die Neuronen, stehen für die Neuronen, dass wir den Kunden so gut einschätzen können, dass er wie ein offenes Buch für uns ist, dass wir ihn besser erfassen können. Dass wir erstens seine Persönlichkeitsmuster erkennen, dass wir seine Entscheidungsmuster erkennen, und seine Möglichkeit darauf, seine Präsentation und Argumentation diesen Mustern anzupassen. Das L steht für die Linguistik, die Sprache im Verkauf. Und man lernt in der NLS-Strategie hochspezielle strategische Techniken in der Sprache, wie man seine Sätze bilden sollte, um einen Kunden leichter und besser zu überzeugen. Es gibt Geheimnisse und diese Geheimnisse sind in der NLS-Strategie. Ja. Und das nächste Part ist das Selling, ja, also richtig gut verkaufen können. Und es ist eine tiefgreifende psychologische, auf der einen Seite Psychologie des Verkaufens und auf der anderen Seite, das ist eine ganz tolle Spezialisierung von uns, ist, wir arbeiten auch gleichzeitig in der Einstellung, im Mindset der jeweiligen Verkäuferpersönlichkeiten. Vielen Dank. Tolle Erklärung. Ich bin ja hier beim zweiten NLS-Seminar von drei Teilen insgesamt, von der Basisausbildung. Und aus meiner Sicht, was ich bis jetzt mitbekommen habe, müsste man vieles davon schon in der Schule lernen, müsste man Kindern, Lehrer weitergeben, weil es auch eben um menschliche Kommunikation geht. Genau. Und das würde ja jedem helfen, im privaten Bereich genauso wie im beruflichen Leben. Und er hätte mehr Erfolg damit auch. Genau. Was ist aus deiner Erfahrung heraus, oder was sind die größten drei Fehler, die beispielsweise Unternehmer oder auch Verkäufer machen, wenn sie beim Kunde sind und ein Gespräch führen? Also die drei wichtigsten Fehler. Mhm. Der erste Fehler ist, dass der Verkäufer denkt zu wissen, was der Kunde denkt. Das bedeutet, eine Annahme bringt, und dem Kunden was verkauft, was ihm gar nicht gefällt. Er denkt für den Kunden. Der Verkäufer darf nicht für den Kunden denken, sondern er muss herausfinden, was der Kunde denkt. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, die meisten Verkäufer reden zu viel und präsentieren zu viel und stellen zu wenig Fragen. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass der Verkäufer auf der einen Seite nicht so richtig an sich glaubt, also mit den Neins zurechtkommen muss. Ein Verkäufer kommt oft nicht so mit den Nein zurecht, weil es so eine negative Konditionierung ist im Kopf. Ja. Warum gibt es so wenig Verkäufer? Es gibt meistens zu wenig Verkäufer auf dem Markt, weil viele Leute mit dieser Ablehnung nicht zurechtkommen. Ja. Das heißt, man muss sich selbst motivieren können. Und der dritte Punkt ist, man darf einfach ein Nein nicht persönlich vom Kunden nehmen. Genau. Das ist einfach wichtig. Und wenn man die drei Punkte beachtet, es nicht persönlich nimmt, dass man Fragen stellt und dass man nicht annimmt zu wissen, was der Kunde denkt, also eine große Annahme reinbringt. Ja, sehr gut. Also dieses Fragen stellen stelle ich auch immer wieder fest. Das wird viel zu wenig praktiziert. Genau. Das führt aber viel eher zum Ziel. Und das bin ich auch schon bei der zweiten Frage. Du sagst im Seminar, aber auch auf deiner Hör-CD, man muss sich immer gut vorbereiten. Mhm. Auch auf so Fragen beispielsweise kann ich mich ja relativ gut vorbereiten. Genau. Warum ist die Vorbereitung so wichtig und wie
kann oder soll ich mich vorbereiten? Also es kommt darauf an, Vorbereitung für ein Kundengespräch. Für ein Kundengespräch. Für ein Kundengespräch. Also die Vorbereitung für ein Kundengespräch zeigt einfach nur mal Respekt dem Kunden gegenüber, dass man einfach weiß, wer vor einem ist. Heutzutage leben wir im Internet. Im Internet braucht man nur ein bisschen googeln, dann weiß man gleich automatisch mehr über den Kunden, über die Firma, über die Branche oder sonstiges. Es kommt ja klar darauf an, ob es Business to Business ist oder Business to Customer ist. Also Business to Customer, zu Privatleuten, da kann man halt nicht so viel googeln, geht schon auch ein bisschen, aber nicht so. Ja? Business to Business, da kann man mehr über die Firma erfahren im Internet, wie, was, wo und sonstiges und kann man damit vorgehen und umsetzen. Und zusätzlich sollte man sich die Frage stellen, welche Wünsche, welche Bedürfnisse möchte denn ungefähr denn der Kunde haben? Man sollte viel wissen über den Kunden und jetzt kommt das Wichtigste, dennoch, wenn man beim Kunden ist, nicht in der Annahme zu gehen, zu wissen, was der Kunde will, okay, weil sonst kommen wir wieder zu der einen Falle, zu dem Fehler, was wir vorhin gesagt haben. Da muss ich offen sein und den gesamten Kunden vollkommen erfassen bei einer professionellen Analysephase. Und trotzdem nachfragen. Und trotzdem die ganze Zeit nachfragen und nicht davon ausgehen, ja, ich habe mich ja gut vorbereitet, dann brauche ich ja nicht nachzufragen. Ja. Ja? Und das sind so ganz wichtige Maßnahmen. Ja. Okay, vielen Dank. Eine Frage, die garantiert jeden interessiert, ist die richtige Argumentation. Wenn es zum Beispiel heißt vom Kunden, der Preis ist mir zu hoch. Viele haben ja regelrecht Angst vor der Frage oder sie projizieren diese Angst schon, dass die Frage überhaupt kommt. Genau. Wie reagierst du auf diese Frage? Wie soll man antworten? Ja, das ist eine sehr umfassende Frage, also eine natürlich, tolle Frage. Ja. Okay. Und um jetzt wirklich qualifiziert so antworten zu können, wie ich jetzt antworten würde in einem Seminar, würde der gesamte Rahmen jetzt und die ganze Zeit jetzt auch tatsächlich sprengen, weil da bedarf es viel Background-Know-how, wie man am besten so einen Einwand behandeln kann. Okay. Dennoch gebe ich gerne ein paar Tipps. Der wichtige Tipp ist bei so einem Einwand, man muss sich das so vorstellen. Der Kunde konzentriert sich mit seinem Fokus nur auf den Preis. Und das Beste, was man machen kann, ist jetzt, den Fokus von dem Kunden zu lenken, wegzulenken vom Preis hin zu Qualität. Dass ihm die Qualität wichtiger ist als der Preis. Okay. Und dann ist man wirklich erfolgreich. Das heißt, wir steuern den inneren Fokus, den Gedanken, der Kunde guckt nur auf den Preis, entweder auf eine höhere Qualität oder auf einen besseren Service oder kürzere Lieferzeit und versucht sich auf die anderen Dinge zu fokussieren. Zusätzlich gebe ich noch einen wichtigen Tipp. Wer bestimmt eigentlich, wie viel etwas kostet? Wer bestimmt, wie viel kostet etwas ganz konkret? Okay. Das bestimmt immer der Kunde im Endeffekt, wie viel wert ihm dieses Produkt oder diese Dienstleistung ist. Wenn also der Kunde sagt, es ist mir zu teuer, dann sagt er eigentlich, der Wert für den Preis ist mir zu wenig. Dann muss der Verkäufer sofort wissen, okay, hier ist es wichtig, viel Nutzen, viel Wert, viel, den echten Grund, den Wert, der braucht ganz viel Wert. Und je mehr Wert, mehr Nutzen ich ihm gebe, desto günstiger fühlt er den Preis. Das heißt, der Wert, der dann der Kunde im Kopf hat, muss noch gesteigert werden. Genau. Das heißt, ich gebe zum Beispiel jetzt, egal was ich jetzt verkaufe, werde ich mehr Nutzen sagen, mehr Wertvolligkeit, also mehr Wertigkeit des Produktes hervorheben, was er damit alles machen kann, wie gut es ist, wie toll das ist. Ja? Und viele Facetten in dem Bereich bringen, dass es einen hohen Wert ist. Man kann ein klassisches Beispiel machen. Stell dir mal vor, man würde Wasser verkaufen am Supermarkt, dann bekomme ich durch Angebot und Nachfrage, das ist schwierig zu verkaufen, da kann ich auch nochmal viel Wert machen. Bringt aber nichts. Wenn ich aber Wasser verkaufe in der Wüste, dann braucht jeder Wasser und dann kann ich es auch teurer verkaufen. Ja. Das heißt, wichtig ist, ich muss mir klar auch finden, und was ich verkaufe und an welche Zielgruppe ich verkaufe. Okay. Super Tipp. Kann man viel mitnehmen. Marc, ich behaupte, wir sind am Ende des Interviews, dass in diesem kurzen Interview mehr Informationen drin waren, wie in vielen längeren Programmen. Dankeschön. Und die Kommentare werden es zeigen. Ich bitte Sie, liebe Zuseher,
Ihren Kommentar unter dieses Video abzugeben. Ich kann davon profitieren. Ich weiß, was Sie interessiert, wo ich meine nächsten Fokusse konzentrieren kann, wie ich es nutzen soll für die Zukunft, was Sie interessiert. Zum Schluss denke ich, ist es sicher legitim, wenn du uns kurz informierst, wie sich NLS zusammensetzt. Es gibt ja kostenlose Abendkurse. Genau. Ich war ja auch bei einem Abendkurs im gesamten deutschsprachigen Raum. Genau. Wo erhalten Interessierte mehr Informationen? Ja. Also wir bieten auf der einen Seite kostenlose Abendseminare. Also Sie haben richtig gehört, kostenlose Abendseminare auf der einen Seite, die finden fast wöchentlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall irgendwo statt. Okay. Erstens. Zweitens, wir bieten auch kostenlose Webinare. Ja, das heißt, also man hat keinen hohen Zeitaufwand, man kann ohne weiteres über ein Webinar sich einklinken, sich etwas anschauen und was lernen und dann kann man gucken, ob es gut ist oder nicht gut ist. Super. Und unser Motto ist im Endeffekt, ja, schau erstmal völlig kostenlos, ohne Risiko und wenn es dir dann gefällt, kannst du dich entscheiden, ob du weitere Kurse mitmachen möchtest oder nicht. Da haben wir Aufbaukurse. Also das NLS-1-Seminar, heute ist man beim NLS-2-Seminar, da bist du ja auch mit dabei, das ist der Aufbaukurs. Dann gibt es ein NLS-3-Seminar, das heißt eine ganze Reihe, auch den NLP-Practitioner, wo es um die Persönlichkeit geht, wo man an der Einstellung arbeitet. Ja, und das sind so die wichtigen Punkte, woran man alles arbeiten kann. Verkäuferpersönlichkeit und na klar Verkaufsfähigkeiten, Kompetenz, das alles bieten wir an. Und am besten einmal www.markgalal.com, also www.mark wie Euro, nur mit C, und dann Galal wie Gala, ja, Gala Café, ja, okay. Gala und dann AL noch, Galal. Ja, okay. Und das ist ganz einfach. Und dann kann man ohne weiteres auf meine Webseite gehen, .com, und dann stehen dort alle Möglichkeiten, dass man sich im Abendseminar anmeldet, Webinar oder sonstiges. Ja, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um dort mehr Informationen zu bekommen. Ja. Super. Man kann auch reingeben, NLS Verkaufstraining in Google und dann findet man immer etwas. NLS Verkaufstraining und dann findet man immer meine Webseite und dann kann man sich anmelden. Spitze. Prima. Vielen Dank. So, ich denke, das war der Werbeblock. Das darf auch so sein. Entsprechende Links, falls jemand das nicht ganz genau verstanden hat, finden Sie unter diesem Video. Marc, ich danke dir vielmals für deine tollen Tipps, für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Dankeschön. Freue mich auch auf den heutigen Abend noch, es geht ja gleich weiter, und auch auf den morgigen dritten Tag von NLS 2. Auch Ihnen, liebe Zuseher, wünsche ich alles Gute und freue mich auf Ihren Kommentar unter diesem Video. Ihr Alfons Burtscher. Vielen Dank, Marc. Dankeschön. So, bis dann.